Weiter geht das! Ja, dann klauen wir mal die Karre. Was für ein Nobelhobel. Und das ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Halt, zwei blutige Kondome. Dann ist es wohl ziemlich sicher Judis und Polito-Schlitten. Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich hab das Narko-Geprotze nie verstanden. Wo fährst du rum? Achso, da. Und trotzdem fährst du damit vorsichtig, fahrig. Mal ausnahmsweise. Ja, die Karre muss man wegbringen, also pass auf. Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Aber ein netter Flitzer. Boah, jetzt schön ab. Ich versuche, ich sag mal so, zu 60% abzuliefern. 60%? Oder hinten ist schon was explodiert. Oh, am Wegesrand da. Ziel markiert, bald sein Umfeld im Auge. Lalala. Es ist aber auch schweinedunkel, ne? Wenn das hier richtig dunkel wird, dann ohne Nachtsicht kannst du hier vergessen. Jo. Hast du das gesehen? Was? Hat einen Polilader. Oh. Aber solange wir die nicht anschießen, tun die uns, glaube ich, nichts, ne? Weil du bist vorbeigefahren. Fast. Ja, das war der letzte. Krass, schade, ne? Oh, so schön bis hierher gefahren. Oh. Die letzten 100 Meter hat er nicht gerafft, gepackt. Naja, ist egal. Sieht noch fast gut aus, bis auf die Front. Das ist ja nur der Plastik an den Karren. Die checken das Navi des Landes nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Nomad, wir wissen endlich, wo Judy und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es weh tut. Finde ich gut, dass man Lichter ausschießen kann. Jo. Das ist echt schon cool. So, Story Einsatz. Ja, jetzt geht's den beiden an den Kragen, hä? Würde ich mal sagen. Nehmen wir uns aber gleich den jeden Flitzer, oder? Wenn hier kein Hubschrauber ist, warte mal, ich komme auf die Map, wie spät das ist. Wo ist denn jetzt hier der Polito? Da oben, bei der Jagdhütte. Ich glaube, letztes Mal sind wir da mit dem Hubschrauber hingeflogen, aber wir haben gerade keinen. Also. Wir wissen, wo Judy und Polito sind. Steigen sein? Die Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden. Egal wie. Jetzt soll er schön einen brennen lassen und voll von die Hütte fahren. Ah, nee, hast. Oh ja. Bom. Jetzt auf einmal stirbt er. Jetzt auf einmal. Du hast die Musik noch an. Danke. Ja, genau. Jetzt hat er die Unidad Ali aktiviert da. Jetzt greifen die Rebellen die Unidads an. Ich würde nur sagen, ups. Hoppala. Ihr könnt ja mal aus dem Weg gehen. Scheiß Rebellen, ey. Naja, die haben uns schon ein bisschen geholfen. An dem Ding muss jetzt noch eine Minigun dran sein. Oh ja, so an der Seite, so ausfahrbare, so James Bond mäßig. Ich find's ja schon bescheuert, dass du an dem Kampf hier liegt, dass der Fahrer die Minigun bedienen muss. Ja. Ganz ehrlich. Hat er mir das auch im Weg? Ja, hier fährt irgendwie alles im Weg rum. Ja, das ist eine Schnellstraße. Sieh ich, was hier so lang begonnen. Das sind Bauern! Und sowas. Wow, du bist, glaube ich, ein bisschen schnell gewesen gerade. Wie dunkel ist es denn? Oh, sehr dunkel. Dann lasse ich mal die Night Vision an. Na, guck, ich kann Lichter machen. Alles kaputt vorne am Auto, ja, aber das Licht funktioniert. Na, natürlich. So kurz bin ich. In der Hütte da oben waren wir schon. Ah, ich habe hier ein bisschen der Abbiegung verpasst. Ja. Wurde ich blendet. Blinded by the light. Da ist auch ein Light. Wieso hast du den jetzt mitgenommen? Einfach mal zu faul zu blinken. Die Karre qualmt schon jetzt. Gucken, ob wir da ankommen. Ohne zu sterben. Es ist noch über einen Kilometer.
Das schaffen wir. Kein Problem. Ja, wie es das übelste Ghetto war, aber mit dem Lambo hier rumhält. In the Ghetto. Oh, der Strommast. Strommast des Todes. Das ist aber schön geschlittert. War? Da oben kannst du ruhig bis hinfahren, da oben ist keiner. Ich erinnere, ich weiß das noch wegen der, da ist doch nur diese Jagdhütte, wo wir da unten in den Keller müssen. Ich kann mich erinnern. Da müssen wir ja rechts drin, war. Ja. Richtung Hubschrauber, glaube ich, da, ne? Oder? Ja, hier diesen Pfad hier hoch, halt. Da steht auch noch ein Auto. Wo sind wir denn hier? Wo ist denn die scheiß Hütte? Ich weiß nicht, letztes Mal kam er mit dem Hubschrauber. Ach, da unten ist er. Stimmt, da sind wir auch von hier gekommen, über den Berg und sind hier unten gelandet. Da sind sie doch drin. Jetzt gibt's auf die Schnauze, auf die Schnauze. Guck mal, die haben Weihnachtsbeleuchtung dran hier. Wir müssen auch noch ein Schloss knacken. Tritt doch ein, das ist ja, der wollte nicht. Der wollte knacken. Und Eingänge. Wo war doch hier noch was hier zum Looten? Ah ja, war da was zum Looten? Dächte, hier war noch irgendwo was. Du dächtest. Kann auch sein, dass ich mich irre. Du dächtelst falsch. Gut, nehmen wir mal jetzt entspannt runter, war. Oh. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Immer Schleicher. Ich erwarte, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Ach ja, hier geht's ab. Julie, sieh mich an. Was versuchst du mir zu sagen? Amor, ich will ein Kind von dir. Aha, wer will ein Kind? Sie will ein Kind. Oh, schön, dass ich jetzt die Nachricht kriege, dass du Wendland spielst. Ja, fällt ihnen früh ein. Ich komm nicht rein! Was labert er? Ich werde euch langsam verbluten lassen! Juri ist tot. Die Olde ist tot. Oder? War das die Alte, oder? Ja, wo liegt denn die rum? Die Alte hinter der Minigun. Ach, da, die Fette. Das ist aber auch ein fettes Vieh, ey. Die hat die Tätowierungen an den Beinen oder sind das? Ja, das sind Tätowierungen, oder? Ja, Tattoos. Leute. Ja, jetzt kann ich die Night Vision ja auch mal ausmachen hier. Es ist ja genug Licht. Polito ist tot. Ja, toll. Sein AK und ihr AK. Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bowman Ende. Was hier unten schon mal? Ich glaube, hier gibt es nichts weiter. Ich werde jetzt mal schnell die AK noch ausrüsten. Ach, ich habe eine verkehrte Taste, ey. Ausrüstung! Was haben wir denn da ausgerüstet? Dieses Teil? Ihr AK will ich nicht, ich will sein AK. Oder? Warte mal, muss mal vergleichen. Wie kann man das vergleichen? Gar nicht, ne? Ich hab keinen Schimmer. Das ist ja scheiße, dass man die Waffen nicht irgendwie vergleichen kann. Ja, bei seinem AK ist halt so ein Zielfernrohr rum drauf. Ach so, das wird automatisch verglichen. Ah. Okay. Mit der Waffe, die du anwählst. Die hat weniger Schaden.
Antapperkeit? Nee, sein AK ist besser, finde ich. Ja, ist auch besser. Das nehme ich. Nehme ich auch. Nehme ich auch. So, gucken wir mal. Und es macht ein bisschen mehr Ballett. Ja. So, was kann ich hier? Fahrzeugzerstörung, Granatwerfer. Streuung beim freien Schießen. Was ist denn jetzt überhaupt hier auf der Map passiert? Sollen wir da jetzt eigentlich irgendwo hin, oder? Ja, auch nicht. Will mal gucken, oder? Ja, wir wollten auf jeden Fall unten noch diesen Autoeinsatz freischalten. Wir haben jetzt einen Hubschrauber. Wie lege ich denn eigentlich eine Mine? Das fragst du mich Sachen. Kannst du das schon? Ja, habe ich geskillt. Stand das nicht dabei? Mine. Guck mal in der Steuerung. Bei mir ist das. Ich habe das nicht geskillt. Steuerung der Spielfigur, Sprinten, Hinlegen. Kampfsteuerung. Na, dass sie kalt serviert wird. Okay, lass es einfach nicht ausatmen. Mine wählen 6. Ah, okay. Guck. Okay. Na, war wahrscheinlich dann mit 6 auswählen und dann mit G oder so. Wie kann man... Genau. Hey, ich lege eine Mine. Ja, toll. Da unten eine Mine. Wer die hingelegt? Ah, gut, die wird sogar markiert. Zwar nicht, in welchem Stockwerk sie liegt, aber sie ist da. Ich schieß mal drauf. Okay, es hat gerumpst. Oh, das sieht gut aus. Das macht Laune. Hier ist aber noch irgendwo was zum Looten. Ja? Hier war nicht mehr auf der Map. Ah, hier, doch. Unter der Treppe. Also bevor du die Treppe hochgehst, du gehst an der Treppe vorbei und unten drunter. Ja. Jawohl. Boah, ist das dunkel. Hier ist ein bisschen duster. Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Hubschrauberchen und machen da unten diesen Fahrzeugeinsatz, damit wir die Fahrzeuge anfordern können. Oder? Jo. Klingt nach dem Plan. Wir haben ja jetzt sogar nicht mehr so viel hier. In der Story ist jetzt durch. Jetzt ist nur noch alle Nebenmissionen müssen jetzt hier gemacht werden. Ja. Ja, wie gesagt, wir machen da mal mit dem Auto das und dann klappern wir den Rest ab. Den Rest werden wir dann offscreen abklappern bei der Map, weil das ist jetzt nicht so interessant. Ja. Denke ich mal. Ja. Was mit dem Auto nehme ich noch auf mit. Sprengen Sie einen der Stationseingänge. Aha. Oh, ist markiert. Warte mal, da steht 6 von 6. Kingslayer Akten 6 von 10. Aha. Sicherheit destabilisieren. Schwierigkeit. Warte mal, C kannst du Kartellübersicht. Ah, okay. Wir könnten jetzt zu Bouchon. Was? Bouchon. Ne, das ist irgendwie unbekannt. Keine Ahnung, wie musst du jetzt hier auswählen, wo du als nächstes hin willst, oder was? Dann kannst du einfach hinfliegen. Keine Ahnung. Hab ich noch nicht so ganz gerafft gerade. Ich hab noch nicht mal eine. Achso, hier Bouchon. Ja, Slayer Akten. 5 von 10 Einsätze, 6 von 6 und destabilisiert 27% gerade mal. Ja. Keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht mit dem nächsten Gebiet. Ich kann es dir nicht sagen. Naja, fliegen wir erstmal da runter und machen das. Na, machen wir erstmal den Einsatz da. Dann sehen wir weiter. Wieso hast du denn jetzt hier. Wieso hab ich denn jetzt hier. Wieso hast du denn das markiert da? ich habe jetzt markiert, wo wir hinfliehen.
Ja, aber das ja, ist... Aber wenn das B ist, dann ist das falsch. B habe ich nicht markiert. Okay. War das meine Markierung? B ist doch meins. Hä? Natürlich aber ist das meine. Markiert er das? Ja, weil du da hingeklickt hast auf der Map wahrscheinlich. Geil. So, jetzt müsst ihr nur noch. Was? Beitreten? Ablehnen? Was ist das? Weil ich hier so eine Mission jetzt angefangen habe. Verstehe ich jetzt nicht. Einfach auf Beitreten drücken. Was für eine Mission war das? Ja, ich hab nicht gerafft, warum das so ist. Musst du das auch mal machen? Habe ich das jetzt ja. Mal? Ach, muss okay. Ich auch mal machen. Magst du mir einen Schluck eingießen, Schatz? Wir gucken nachher noch Walking Dead. Ja. Wie spät ist es denn eigentlich? Wir haben 19.07 Uhr. Ja, ein Stückchen mache ich noch. Ja. Schickt er dann auch. Ich muss mal gucken, wie viel. Nach dem nächsten Cut muss ich mal gucken, wie viel Platz ich noch auf der Festplatte habe. Ja. Ich habe jetzt wohl eine wunderschöne 2 Terabyte frei. Ja, das ist okay. Das ist da unten schon. Ah ja, das ist da unten schon. Hä, hier ist ja gar nichts. Ja, wieso soll hier machen? Oh, hier ist natürlich ganz schön. Wir haben halt landen, ja, aber wir müssen da bestimmt die Mission annehmen und dann müssen wir mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen, weil hier steht ein Hubschrauber rum. Das würde ich auch vermuten. Gucken wir uns das mal an. Oh. Ja, doch. Ja, fast. Ach, wenn er jetzt einen. Umständen entsprechend. Oh, hier sind Gegner drin. Oh. Das fällt mir auch früh auf jetzt. Ich wollte da gerade reinlatschen. Einen der Stationseingänge müssen wir sprengen. Wollen wir den hier gleich wegsprengen? Hier oben? Ja. Aber warte, da kommen bestimmt welche raus. Also lass uns eben sprengen, wo wir ein bisschen Deckung haben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dann nehmen wir den hier unten. Dann können wir uns wenigstens... Ja. Und dann können wir hier hinter und hinter Waren. Wa? Ja, hast du ihn gesprengt jetzt? Aber nee, ich sprenge jetzt. Ach, oder kannst du auch Granate hinschmeißen, oder? Jo, das kann ich auch machen. Dann stelle ich mich hinter den Wagen. Denke ich. Bereit? Jo. Granate! Tango ist tot. Die Tangos sind aufgewacht. Na, wo sind sie? Oh, wir müssen was hacken. Boah, da kommt keiner raus, oder? Nee, wir müssen rein. Wir sehen uns. 6 Sekunden haben wir noch. Ach Gott, ich blute! Ja, du holst aber ganz schön darum. Aber wo ist jetzt das Ding zum Hacken? Da oben, denke ich mal. 10 Sekunden noch, wir müssen uns beeilen. Oh shit, wir müssen schneller sein, wenn wir diese Dinge. Nein, echt? Oh, schlampig. Was ist Kacke? Das ist aber nicht sehr viel Zeit. Ja, dann müssen wir wirklich stürmen hier bei dem Ding. Tja, ich hatte jetzt keine Ahnung von dem Einsatz. Das war das erste Mal, dass ich so ein Ding mache. Ja, nee, jetzt wissen wir's. Jetzt ist es eh fehlgeschlagen. Das nächste Mal. Wo ist denn der Hubschrauber eigentlich? Die Jugendecke. Nee, steht da noch. Stand noch zwei, oder? Ich wollte mal gucken, was das für ein anderer. Ach, der steht weiter unten. Nö, dann nehmen wir uns und der ist so weit weg. So. Machen wir jetzt hier mal einen Cut und räumen ein bisschen die Map auf. Bis dann! Bis dann!